Willkommen zur nächsten Folge von Sparks Challenge. Ja, jetzt wieder zurück, ist immer noch derselbe Tag, allerdings jetzt abends und ich wäre hier fast wieder runtergefallen. Das wäre ja wieder sehr schlau gewesen von mir. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter gucken. Habe ich die Monster irgendwie ausgemacht? So kommt es mir irgendwie vor. Musik. Ne, warte mal, wo. Ne, normal. Okay, wie immer. Wäre jetzt komisch gewesen. Aber das ist ja sowieso nicht mehr weltenübergreifend, sondern nur noch in ein und derselben Welt ändert sich das nicht. So, jetzt hier mal aus der spannenden Situation raus. Mir sind die Sounds ein bisschen zu laut. Oh shit, ich muss hier mal ganz kurz das runterstellen. Ich hoffe, das hat jetzt keine gravierenden Auswirkungen, dass irgendwas wieder schiefgegangen ist. Und das, ja, das Spiel, wie man merkt, hat auf jeden Fall auch gravierende Auswirkungen. Denn wir sind hier schon wieder krass am Limit. So. Den kriegen wir eh nicht mehr. Oder? Warte mal, ist das da reingefallen oder? Ja, ich glaube nicht, dass der jetzt die Blaze Rod genau da reingedroppt hat. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein hier. Nee, natürlich nicht. So, warte. Da hinten waren wir schon, oder? Nee, das ist ein Pilz. Ich dachte, das ist eine Fackel. Aber eigentlich sieht man den Unterschied ja, ne? So, warte, komm mal an. Genau, komm. Wir treiben den mal an Land hier. Dass wir die Gasträne einsammeln können. Die wird nämlich noch schwer zu besorgen. Alles andere geht eigentlich. Oder haben wir sogar schon. Shit. Was geht jetzt bei ihm? Wo ist er hin? Ich versuche mal irgendwie zu kreieren, dass er herkommt. So, genau. Wow, shit, Alter. So, hat er hier eine Gasträne gedroppt? Ich glaube nicht. Toll, das ist ja auch mal so eine Sache, gell? Dann droppen sie die nicht. Oder sie landet irgendwie in Feuer. Das ist ja noch schlimmer. So. Ach, da müssen wir wieder weitersuchen, ey. Wenn man das Glück mal braucht, dann hat man es nicht, weißt du? Das ist immer so. Dann braucht man immer irgendwie 100 Anläufe, bis mal irgendwas klappt. Da ist ein Magma-Schleim, na, zumindest da könnte man schon mal gucken, dass ich was kriege. Sonst müsste ich nämlich noch normales Schleims farmen. Also nachts müsste ich dann Schleimbälle farmen und dann die zusammencraften mit einer Lohe. Also mit einer Lohnrute. Und warum habe ich eigentlich erst eine einzige Lohnrute? Das ist auch schon wieder so, weißt du? Ey, wenn ich in anderen Welten irgendwo unterwegs bin, wo ich das Zeug eigentlich alles schon hab, da ist es nie so, dass ich hier viel zu wenig kriege, weißt du? Da werde ich überschüttet damit. Immer. Da gehe ich in Nether Fortress und habe immer nach, ja, sagen wir mal, 10 Minuten irgendwie auch 10 solche Dinger. Na gut, ich bräuchte mal so einen Spawner, ne? Wo haben wir denn hier einen eventuell? Ich müsste mal vielleicht wirklich danach Ausschau halten. Weil an diesen Spawnern kriegt man nämlich mega viel Blaze Rods. Wie man ja, denke ich, weiß. So. Oh. Oh. Wo ist er? Die einzige Situation, in der ich mich mal über einen Gast freuen kann. Alter, ey. Bin schon wieder so runter mit den Herzen. Das gibt's ja nicht. So, hier haben wir auch noch nicht erkundet. Großartig, ne? Alter, und das ist auch so dunkel. Also, ich sehe hier wirklich nichts. Das ist richtig schlimm. Oh, da ist ein Blaze-Spawner. Richtig gut. Warte. Direkt mal ein paar hier absahnen. Direkt drei Dinger. Geil. Müssen wir jetzt hier nur eine Runde stehen. Denn Blaze-Rods, ich habe mich mal ein bisschen hier mir ein paar Gedanken gemacht. Blaze-Rods brauchen wir tatsächlich für einige Angelegenheiten. Zum Beispiel noch für die Enderperle, oder für die Ender Chest erstmal. Dann brauchen wir sie noch für das Ender Portal.
jeweils dann, um Enderaugen zu craften. Alter, jetzt droppt aber wirklich jedes Vieh auch eine Lohnrute, ne? Nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall auch noch dann für die Magma-Creme. Also die brauchen wir schon ziemlich oft hier. Und für den Braustand, genau, da brauchen wir auch noch eine. Sonst noch irgendwo? Sonst glaube ich nicht mehr. Aber das sind ja auch genug Verwendungsmöglichkeiten, ne? Alter, 6 Stück. Also nicht einmal angebrannt. Geil. Oder? War ich mal angebrannt gerade? Ich weiß gar nicht. Ist ja auch egal. Hauptsache ich sterbe nicht. Und, oh, stimmt, den Eisenhelm wollte ich eigentlich schon viel früher aufsetzen. Oh, warte mal. Ich glaube, ich mache mal gerade einen kleinen Exkurs. Nein, nicht runterhüpfen, nicht runterhüpfen, bitte. Ja, genau, so ist richtig. So. Wenn er runterhüpft und irgendwo in die Lava, da bringt er mir nichts. Ich meine, der kriegt keinen Fallschaden, aber trotzdem. Irgendwas, was in der Lava ist, das ist immer ziemlich nutzlos für den Spieler. So. Okay. Oh Mann, Alter, immer wenn diese Partikel kommen, wenn die sterben, denke ich, dass die irgendwie was droppen. Dabei ist nichts. Warte mal, wo ist er gestorben? Ah, da kann ich jetzt nicht einfach so runterspringen. Das wäre ziemlich leichtsinnig. Ich guck mal, dass ich hier irgendwo runterkomme. Warte mal. Nicht, dass ich mich hier in den Tod grabe. Aber ich glaub's mal nicht. Leute, den habe ich jetzt gerade in mich reingesetzt irgendwie. Hat er wieder nichts gedroppt? Das kann er nicht sein. Ich guck jetzt hier nochmal. Da ist eine Gastrine. Geil. Richtig gut. Wo tue ich die mir hin? Keine Ahnung. Ich tue mir die Netherwurzeln hier unten hin. Und dann geht's hier hoch. Und hier noch weiter. Genau. Schön. Da haben wir jetzt eine Gasträne. Also wir sind unserem nächsten Ziel sehr nahe. So. Ich sehe, das sind ein paar Wither-Skelette. Die brauchen wir später auch noch. Ich glaube, wir müssen den Wither noch töten, ne? Und das wird auf jeden Fall auch noch sehr, sehr schwierig. Oh shit, Alter. 3 auf einmal. So, vielleicht droppt ja einer schon mal einen Kopf. Das wäre cool. Hat einer schon einen Kopf gedroppt jetzt? Glaub nicht. Ich tue die Netherziegel mal raus. Obwohl, die wären als Platzhalter eigentlich ganz gut gewesen. So. Was sind denn die Netherziegel? Achso, die habe ich weggeschmissen. Naja, egal. Ich kann ja auch jederzeit... Ach nee, ich kann sie ja gar nicht mehr abbauen, weil ich ja zu dumm bin. Na gut, ich habe auch noch genug Erde, also von daher, ne? So. Jo, ich muss mir mal eine neue Spitzhacke machen. So, aber zurzeit fühle ich mich echt wieder ein bisschen produktiver als vorher. Muss ich ja sagen. Es geht auf jeden Fall voran. Also, ich denke mal, nächste Folge noch und dann haben wir langsam genug, oder? Ich hoff's mal. Vielleicht finden wir noch ein paar Witterskelette. Das wäre natürlich auch gut. Da ist noch so ein Magma-Schleim. Ich möchte aber jetzt nicht runter. Ich kann ja später nochmal runter gucken. Weil um die Festung drumherum spawnen die manchmal öfter. Diese Magma-Schleime. Da kann ich ja dann nochmal gucken. Ich tue die mir hier mal unten hin in die 1. So. Shit. Jetzt haben sie auf jeden Fall geschossen. Ich habe immer Angst, wenn die Blaze Rods in ihre eigene Flammen fallen. Das wäre doof. Ah, jetzt haben wir schon 9 Stück. Oh, hier ist noch einer. Oh. Na komm mal her. Springt er einfach da runter. Wow, shit!
Da hat mich ein Mütterskelett runtergeschubst. Was sollte denn das? Lol. Alter. Instant runter mit den Herzen. Ich schieß den mal hier derweil ab. Während ich mich voll recke. Hat er was gedroppt? Das sehe ich von hier nicht, ne? Ich sehe von hier nur die Experience-Dinger. Ich will nicht für jeden so ein Vieh einen Pfeil verschwenden. Diese komischen Wackelpuddings aber auch. Alter, jeden getroffen, Alter. Das nenne ich mal Skill. So. Oh Mann, dass ich es nie schaffe, so einen Block unter mir zu platzieren. Und ich würde sagen, wir haben unser Ziel abgeschlossen. Geil. Also wir haben es jetzt eigentlich schon, oder? Denn wir haben jetzt alle Items eigentlich geholt. Gasträne, Magma-Creme, Lohnrute und Enderperle. Geil, haben wir noch einen Erfolg. Heute müsste der 26. Dezember sein. Das heißt, das ist noch ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk hier. So, komm her. Oh shit, Alter, wie schnell ist der bitte? So, dann stack ich mich mal kurz hoch, aber hier auf sichere Entfernung. Haha, du kannst nicht herkommen. Weil du zu dumm bist zum Jump'n'Run. So, die Viecher brauche ich jetzt tatsächlich noch am dringendsten. Wegen den Dingern halt, ne? Also, wie heißt's, wegen den Witterskelettköpfen. Die brauchen wir zwar erst im Late Game, aber trotzdem. Ich würde sie mir gerne jetzt schon mal holen. So. Und, oh Mann, ich dachte schon, er fliegt jetzt wieder weg. Die Musik ist auch ein bisschen laut, ne? Ich mach mal das nächste an. Bevor uns das noch hier zu Tode nervt. So, hier in Sparks Challenge kann ich ja immer schön umschalten, die Musik. Wenn ich in 1080p aufnehmen würde, geht das aber nicht. Das mache ich auf meinem Hauptkanal immer. Und ja, da kann ich immer keine Musik umschalten, weil ich keinen Shortcut auf der Tastatur habe. So, komm, geh weg. Ja, da springe ich jetzt nicht hinterher. Das wäre einfach Zeitverschwendung und auch wie sagt man, lebensmüde, genau. So, fahre mich die lieber hier in Sicherheit, die Dinger. Ach ja. So, die Folge ist auch gleich wieder rum. Wir haben ein bisschen was geschafft, das ist cool. Und ja, welche Folge ist das jetzt? 27, oder? Ich glaube ja. Mensch, letzte Folge Netherwurzeln gefunden und jetzt schon wieder hier das hier erreicht. Langsam kommen wir wieder rein, merke ich. Oh shit. Nach einigen Folgen, wo wir nicht so produktiv waren. Aber wo wir, denke ich, trotzdem ein bisschen was vorbereitet haben. Also ich meine, wir haben jetzt zumindest genug Eisen. Das ist ja schon mal auch was. Das ist ja auch mal sehr zeitintensiv, Eisen zu farmen. Und wenn man da jetzt erstmal genug hat, dann können wir erstmal gut zufrieden sein. Und ja, was brauchen wir noch? Ich weiß es gar nicht. Wir bräuchten auf jeden Fall auch noch ein Dings. Das mit den Tieren, das möchte ich jetzt noch abhaken. Das heißt, ein Schwein brauche ich noch. Ich brauche einfach Karotten, Alter. Dann haben wir direkt zwei Ziele wieder. Ne, eigentlich sogar drei, weil dann kann ich den Trank der Unsichtbarkeit auch brauen. Der ja mit einer goldenen Karotte geht. Dann kann ich halt die goldene Karotte erstmal craften und ich kann noch das mit den Schweinen machen. Na gut, ich brauche aber auch noch Pferde, ne? Pferde und Schweine sind es noch. Pferde könnte ich mir jetzt tatsächlich mal holen, jetzt wo wir die Sattel haben. Ja, ist keine schlechte Idee. Vielleicht machen wir das ja in der nächsten Folge. Vielleicht. Genau, wir könnten mal in die Nähe unseres Dorfes gehen, das ich mal gefunden hatte.
und danach Pferden suchen. Das ist doch mal eine gute Idee. Ja, da war doch irgendwie Steppe. Ich glaube, da waren auch Pferde. Stimmt, da hatte ich doch die Koordinaten. Ja, dann machen wir das mal in der nächsten Folge. Da haben wir das Ziel. Da sind wir der Verendung dieses Ziels auch schon ein bisschen näher. Dann brauchen wir nur noch die Schweine. Aber okay, ich würde sagen, das wär's mit der Folge. Bevor ich hier sterbe, gehe ich lieber schnell mal weg. Wow, das wird knapp. Alter, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.